je längerfristig du anlegst, desto geringer wird die Chance, dass du eine Negativrendite machst. Es kann aber auch sein, dass du nur ein Jahr anlegst und nach einem Jahr schon ein fettes Plus drauf hast. Wie alle Anleger, die jetzt Ende 2020 nach dem Corona-Crash eingestiegen sind. Die haben erstmal fette Gewinne gehabt. Ich bin mal so frech. Ich schau mal gerade mit dir zusammen. Ich habe meinen eigenen ETF. Einen habe ich hier Anfang des Jahres gestartet. Ja, also bei mir muss ich ehrlich gestehen. Ah, leichter Minus. 7,5%. Steht ein ordentliches Minus und dementsprechend auch eine vierstellige Verlustzahl. Warum sollte ich das jetzt nicht einfach auflösen? Weil ich habe jetzt hier schon mehr als 1000 Euro verloren. Also verloren hast du den noch nicht. Die würdest du erst dann verlieren, wenn du verkaufst. Also es gibt ja die Möglichkeit, dass es wieder weiter nach oben geht. Was hast du hier? Okay, du hast ein MSCI World. Also die Wahrscheinlichkeit ist gut, wenn du jetzt ein bisschen rauszoomst, hier auf das 5-Jahres-Window, dann sieht es schon wieder ein bisschen positiver aus. Also hättest du jetzt in 5 Jahre investiert, wärst du bei plus 36%. Es macht gar keinen Sinn, auf den Moment zu schauen, sondern du musst wirklich sagen, ich investiere dieses Geld jetzt langfristig. Und wenn du es nicht langfristig investiert hast, solltest du es gar nicht investieren.